herzlich willkommen bei TV Total. Heute wieder mit Stefan an der Ticket-Hotline, den DSS-GPS-Finalisten Olivera und Anne Roy. Außerdem zu Gast die Testkomboliden von Scooter. Und hier ist Ihr Gastgeber, Stefan Raab! Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Juliane, das haben Sie toll gemacht. Mein Gott, haben Sie Gas gegeben. Ja, das haben Sie richtig. Sie haben allerdings kurz, haben Sie DS wollten Sie sagen, ne? Und schämen Sie sich schon ein bisschen? Ja. Ja? Warum? Sagen Sie noch mal, warum Sie sich schämen, jetzt vor 3 Millionen Zuschauern. Weil Sie aus Versehen DS gesagt. Sowieso gesagt haben. Genau. Naja. Aber wollen wir noch mal ein Auge zudrücken, denn wir machen ein kleines Spiel mit Ihnen. Ja? Sie wissen, am letzten Wochenende haben wir einen jungen Menschen aus dieser Band verabschiedet, unseren Bassisten, den Klaus. Und jetzt haben Sie vielleicht, wenn Sie genauer hingeschaut haben, festgestellt, wer spielt denn Bass? Wo ist ja gar keiner da? Ja, das hat einen Grund, denn die Juliane muss gleich rausfinden, wer unser neuer Bassist ist. Ja. Das ist gar nicht so leicht, heutzutage Bassisten zu finden, der bereit ist, angezogen auf die Bühne zu kommen. Ja? Ist sehr schwierig. Ja, wir haben alle Fußgängerzonen abgesucht, bis wir einen gefunden hatten, meine Damen und Herren. Und Juliane muss jetzt aus diesen 5 Leuten den Bassisten erraten, der Bassist in unserer Band ist. Juliane, bitte mal unsere Bassisten, unsere 5 Bassisten. So. Juliane, die stellen sich mal vor, alle, ja? Hallo, ich bin der Dominik und ich bin der neue Bassist von TV Total. Ja. Ich bin Dominik, ich bin der neue Bassist von TV Total. Genau. Hallo, ich bin die Dominik und ich bin der neue Bassist von TV Total. Ja. Hier? Hallo, ich bin Dominik und ich bin der neue Bassist bei TV Total. Ja. Ich bin Dominik und bin der neue Bassist von TV Total. Ja, vielleicht hätte man jetzt schon einen ausschließen können, meine Damen und Herren, der sich selbst nicht so sicher war, ja? Juliane, was meinen Sie? Na? Also ich würde am liebsten die Nummer 1 nehmen. Sie werden am liebsten die Nummer 1 nehmen. Das können wir ja mal machen. Aber wenn ich mir die anderen so angucke... Das klingt bestimmt grausam. Wenn ich mir die anderen Bandmitglieder angucke, denke ich, dass es die Nummer 4 ist. Die Nummer 4? Ich frage mal nach. Ja, ich frage mal nach. Die 2, sagte jemand. Sie waren noch wer? Wer waren Sie noch? Der Bassist. Ja. Ja. Und, Sie wissen, unsere Band spielt ja in erster Linie Funk und Soul, ne? Mhm. Was spielen Sie am liebsten? Beste Pan. Bitte? Pan. Pan? Funk. Funk, ja. Er spielt am liebsten Funk. So. Aber Sie meinten 4, Juliane, oder? Und? Ja, ich bin der Dominik und ich bin der neue Bassist bei TV Total. Dominik, meine Damen und Herren, unser neuer Bassist! Herzlich willkommen!
Dominik, unser neuer Bassist, meine Damen und Herren. Ja. Dominik, ich komme mal gerade rauf. Dominik kommt aus dem Hunsrück, richtig? Richtig. Ja, deswegen haben wir auch so einen Hochstand gebaut. Ja? Und Dominik, du bist wie alt? 23. 23 Jahre, der Benjamin in unserer Band, meine Damen und Herren, hat bei uns schon den Spitznamen Blümchen. Ja? Und wir wünschen dir viel Glück. Ja? Dann geht's gleich los hier mit Dominik, meine Damen und Herren. Den Namen sollten Sie sich merken. Ja? Dann brauche ich es nicht jedes Mal zu sagen, wenn Sie hier sind. So. Ja, dann, meine Damen und Herren, ja, ich weiß nicht, ob Sie das hier mitbekommen haben. Heute Morgen eine Schlagzeile. Es geht um Costa Cordalis. Ja? Schauen Sie mal hier. Costa Cordalis heimlich operiert. Neuer Po, neues Gesicht. Ja? Also es ist tatsächlich so, dass Costa Cordalis hat Teile vom Po ins Gesicht transferieren lassen. Kein Scherz. Ja? Und da, ja, das muss eigentlich der Teil sein, der singt, oder? Wenn Sie mich fragen. Nachteil ist natürlich Mundgeruch. Ja. Das restliche Fett hat er sich in die Haare geschmiert. So. Und noch einen Teil davon hat er auch noch Werner Böhm geschenkt, um sich neue Titten machen zu lassen. So. Ja, das ist wirklich, wenn er schon jetzt jeden Abend den Dschungelbeat singen muss, meine Damen und Herren, warum hat er sich nicht gleich auch noch Fett in die Ohren spritzen lassen, oder? Wäre auch eine tolle Idee. Und dann habe ich am Samstag Fernsehen geschaut, ZDF, ja, und zwar die neue Show mit Carmen Nebel. Willkommen bei Carmen Nebel, so heißt die neue Show. Und wer war da? Costa Cordalis, ja. Und was hat er gesungen? Dance den Jungle Beat. Einen nach vorn, zwei zurück, Jungle Beat. Und ich hatte das Lied ja noch nie ganz gehört. Ja? Nur wo er da irgendwie über diese Brücke da gegangen ist im Dschungel. Und jetzt habe ich es erstmal im Ganzen gehört. Und ich war doch erstaunt über den sehr gehaltvollen Text. Sehr viel Text. Das Tolle ist, meine Damen und Herren, für die Choreografie braucht man so wenig Platz, das kann man sogar in der Gummizelle tanzen. Ja? Wenn Ihnen dieses Lied zu platt ist, meine Damen und Herren, keine Angst, für Intellektuelle gibt es ja immer noch Jürgen Drews. Ja? So, und für diese Sendung mit Carmen Nebel, willkommen bei Carmen Nebel, ja, gab es ein ganz tolles Intro, eine ganz tolle Eröffnungsnummer, bei der alle Stars, die dort waren, zusammen eine Nummer gesungen haben und hatten wahrscheinlich nicht sehr viel Zeit, das zu proben, denn wie alles beim ZDF, Playback, Vollplayback, ja, und da muss man mit dem Mund einigermaßen synchron sein. Wenn man jetzt zusammen mit so vielen Leuten bei so einer Sendung, das reißt man ja schon zwei Tage vorher an, das heißt, am dritten Tag kann man gar nicht mehr nüchtern sein, ja, und während der Sendung wird es dann schwer, den Mund auch noch synchron zu den Tönen zu bewegen. Schauen Sie hier. Ein Tag hat viele Stunden. Doch das Größte, ihn aufzurunden, ist eine Party mit Gästen. Mit Musik geht das am besten. Wer immer dem zustehen halte sich bereit für prima Unterhaltung und eine gute Zeit. Ist das Wetter durchwachsen, macht das Schicksal wieder mal Faxen. Nach der Stress an den Nerven muss man den Stress halt hinter sich werfen. Ja, also, tolle Probe. Super, ZDF. Willkommen bei Carmen Nebel. Und ja.
Als ich das am Anfang gesehen habe, habe ich gedacht, Moment, ist das, ich denke, das ist Carmen Nebel und nicht die 100 nervigsten Deutschen. Ja? Und die Zuschauer waren natürlich total begeistert, ja, als sie das gesehen haben, weil sie noch nicht wussten, dass gleich noch Costa Cordalis den Jungle Beat singt. Ja? Und ich weiß nicht, haben Sie Harpe Kerkeling gesehen? Dass der da auch mitmacht, oder? Ich hatte ein bisschen das Gefühl, Harpe Kerkeling sieht so aus, als wollte er sagen, ich bin ein Star, holt mich hier raus. Ja? Und jetzt pass auf, jetzt kommen wir zu RTL. Ja? Zu Deutschland sucht den Superstar. Und auch hier reiht sich eine sensationelle Moderation an die andere. Das Thema war am Samstag 70er Jahre. Und Carsten Spengemann und wie heißt die Frau, die das Hunziker, ja, Michael Hunziker, jetzt fällt es mir an. Carsten Spengemann und Michael Hunziker haben natürlich durch den Abend geführt. Und Carsten Spengemann im Speziellen wollte so moderieren, wie man es in den 70er Jahren getan hätte. Ja? Und das tut er hier. Schauen Sie hin. In den 70ern, da hätte man es jetzt so gesagt. Ey du, das geht jetzt mit Vollstoff weiter, ja? Und zwar mit der nächsten Kandidatin. So hat man das in den 70er Jahren gemacht, meine Damen und Herren. Ja, Sie werden verwundert sein. Genau so, ja? 70er Jahre waren eigentlich eine tolle Zeit, muss man sagen. Bis auf die Nacht, in der Carsten Spengemann gezeugt wurde. Ja. So. Aber das hat ja auch was Positives, wenn Carsten Spengemann redet, dann hält wenigstens Michael Hunziker die Klappe. Ja, und Carsten Spengemann und Michael Hunziker haben sich unfassbar lieb. Und jetzt schauen Sie sich bitte das hier an. Genau, unser Gute-Laune-Bär kommt jetzt mit der Guten-Laune-Garantie. Und vor allem, wenn Sie das Cover eben gesehen haben und er hat den Song auch schon erwähnt, es ist ein wirklich Gute-Laune-Song. You to me are everything. Ja. Das erste Mal live im Fernsehen, meine Damen und Herren, die Übertragung der Hühnergrippe. Ja? Und wenn Sie... So, jetzt habe ich was von N24, meine Damen und Herren, in den Nachrichten. Es gab ja ein Schneechaos am letzten Wochenende, das war ja unfassbar. Und ein LKW ist im Schnee stecken geblieben und bei N24 sehen wir einen furchtbar netten Polizist, der hilft. Und der LKW-Fahrer weiß das zu schätzen. Dieser Laster legte am Westhofener Kreuz einen unfreiwilligen Zwischenstopp ein. Selbst ein hilfsbereiter Polizist bekam den Brummi nicht wieder flott. Ich hoffe, dass ich nicht mehr so lange stehen muss. Und mit dem Schild kriegt er auch nicht viel geregelt. Ja, da lässt er einfach den Polizist da machen, oder? Unverschämt. Haben Sie gesehen, auf dem Schild stand Stau drauf, mit dem der Polizist da versucht hat, den Schnee wegzuwerfen. Er hätte vielleicht eins nehmen sollen, wo Schneeschaufel draufsteht. Ja? Und im Westdeutschen Rundfunk habe ich in der Sendung Lokalzeit einen Beitrag gesehen, da war ein Bus im Schnee stecken geblieben, im Schneegestöber, der war voller Rentner. Ja? Und da erzählt eine Rentnerin eine lustige Geschichte über eine Heizdecke. Die klingt im ersten Moment gar nicht so lustig, aber der Bus ist schwer amüsiert. Schauen Sie hier. Im Randstreifen blieb ein Reisebus stecken. Nicht das einzige Problem für die Passagiere. Ich habe auch eben mal schnell nach Hause telefoniert. Der Sohn hatte da Heiz... Ich habe meine Heizmatte angehabt im Bett, die soll er mal abstellen. Sonst brennt meine Hüte ab. Ja. Schlimm, oder? Was Eierlikör aus Menschen macht. Ja? Hey, warten Sie mal ab, was das für ein Gelächter gibt, wenn gleich der lustige Polizist mit dem Schneeschild da kommt. Ich wollte Ihnen noch mal was zeigen. Ich habe am Wochenende, nee, war gar nicht Wochenende, letzte Woche laufen ja bei unserem freundschaftlich verbundenen Sender Sat.1 laufen ja jetzt immer Wiederholungen von alten Harald-Schmidt-Shows. Ja? Und da gucke ich so rein. Und dann sehe ich da in einem Schnitt auf das Publikum Leute, die klatschen. Und gut, das ist nichts Neues, aber das war eine Show von, weiß nicht, von 96 oder was? 95? Irgendwie so rum. Und was glauben Sie, wen ich da gesehen habe? Schauen Sie mal, ich zeige es Ihnen mal. Gucken Sie mal, ob Sie den erkennen. Nicht erkannt? Gucken Sie noch mal. Na, wer ist das? Oliver Pocher! Super, oder? Ja. Sensationell. Wer hätte das gedacht, oder? Oliver Pocher. Toll. Aber das nur nebenbei, meine Damen und Herren. Erschreckender fand ich das hier. Und zwar, ich weiß nicht, ob Sie das gelesen haben.
Jens Riva hat in einem Eishockeystadion rumgepöbelt. Er war engagiert beim Eishockeyclub Iserlohn, um dort den Stadionsprecher zu machen. Und dann hat er im Anflug von Leichtsinnigkeit hat er in das Mikrofon Scheiße, Scheiße, Scheiße Iserlohn reingebrüllt. Ja? Und das fanden die Leute natürlich von der Tagesschau nicht gut. Ja? Stell dich vor, der macht das in der Sendung. Guten Abend, meine Damen und Herren. Scheiße, Scheiße Iserlohn. Ja? Ich glaube, das ist aber nichts Neues bei Jens Riva, oder? Beim letzten Presseball soll er angeblich sich auf den Tisch gestellt haben und gesagt, hier regiert die Tagesschau, hier regiert die Tagesschau. Ja, Jens Riva ist gerügt worden und ich glaube, er hat sogar letztlich den Bus vom Heute-Journal mit faulen Eiern beworfen. Ja? Jens Riva, hätte man auch nicht gedacht, oder? Leute aus Iserlohn hier? Oh, Sie sind aus Iserlohn? Wollen Sie sich rächen? Riva, wir wissen, wo dein Auto steht, zum Beispiel. Ja? Unverschämt dann, oder, vom Herrn Riva? Ja, sehen Sie auch so. Gut. Meine Damen und Herren, jetzt kommen wir zu einer Kapelle. Ja, Sie sind schon Stammgäste bei uns und werden demnächst auch bei der Vorausscheidung des Grand Prix Eurovision de la Chanson teilnehmen in Berlin und sind im Moment auf Tour. Meine Damen und Herren, begrüßen Sie recht herzlich Scooter! Mitten im Tourstress? Genau. Wo wart ihr gestern? Gestern waren wir in Offtag. Ja, einmal. Offtag. Das heißt, Sie hatten frei. Genau, Sie hatten frei. Den Tag davor? Davor waren wir in Magdeburg. Was für Größen sind das so, in denen ihr spielt? Also meistens so 2.500. So viele Leute kommen ja, dann doch. Also wir hatten jetzt auch einige Venues, waren zu klein. Das heißt, Venues, meine Damen und Herren. Ja, eben. Die Venues waren zu klein. Zum Beispiel? Zum Beispiel in München mussten wir eine größere Halle. Dann haben wir jetzt noch verschiedene Sachen. Irgendwie Dortmund ist verlegt worden. Hamburg ist irgendwie richtig zu klein. Dann machen wir gleich zwei Shows. Ja. Also du siehst alles restlos aus. Mann, das läuft ja sensationell. Wahnsinn, ja. Und dann, deswegen bist du auch so heiser? Ja, ja. Mitunter. Also du bist nicht krank. Du bist heiser von deinen eigenen Konzerten, weil du da so rumschweißt. Ja, weil es geht doch auf die Stimme, so 2 Stunden Programm meistens. Und dann wie lange haltet ihr das durch? Wie lange dauert die ganze Tour? 1,50. Achso, die Tour 27 Konzerte. Ja, wir waren ja gerade bei der einen Konzert. Ja. Nein, aber die Tour sind ja 27 Städte mit. Sehr gut, überhaupt. Erinnert sich. Hyper, Ja, ihr macht auch immer noch die alten Songs von vor 10 Jahren, oder? Ja, ihr habt genau. Wir haben ja diesmal so Jubiläumstour sozusagen und da machen wir so einen Querschnitt alle wichtigen Singles und haben auch eine ganz neue Version von diesem berühmten Titel und naja. Wer schreibt bei euch die Texte eigentlich? Meistens mal ich das. Ja. Jetzt kommt wieder eine Gemeinheit. Nee. Überhaupt nicht. Keine Gemeinheit. Okay. Die Texte sind, es gibt ja wenig Texte, die so auf den Punkt gebracht sind wie eure. Ja? Das stimmt. Sagst du es. Na, es ist wirklich wahr. Selbst wenn man das kritisieren wollte, könnte man das gar nicht. Ja? Weil einem der Text gar keinen Raum lässt zu kritisieren. Was soll ein Jigga-Jigga Schlechtes sein? Ja? Das geht überhaupt nicht. Wir schauen uns gleich mal einen Ausschnitt aus eurem aktuellen Video an. Das ist auch der Titel, mit dem ihr zur Grand Prix-Vorausscheidung fahrt, oder? Genau. Ja. Genau. Ja. Jigga-Jigga, meine Damen und Herren. Also alle anrufen. Und dann Scooter! Deine Frisur! Jigga, Jigga! Das ist ja relativ ungewöhnlich. Solltet ihr die Vorausscheidung gewinnen, ist ja, sagen wir mal, für die Endausscheidung ein relativ ungewöhnlicher Titel, oder? Sowas hat Europa da ja noch nicht gehört. Wer macht denn Fürsprecher für dich? Wie Fürsprecher? Also man macht doch immer so einen Beitrag
wird ja gemacht von jedem Künstler, der da teilnimmt. Ja. An dem Abend da der Vorentscheidung und der dann sagen soll, so, Stefan Raabs Projekt muss gewinnen oder... Ach so. Machst du das selber? Weiß ich noch gar nicht von. Filmchen? Wir wissen ja auch noch gar nicht, ob wir überhaupt dahin fahren. Ja, ich meine für die Vorentscheidung. Wir müssen ja erstmal gucken, ja, das wissen wir auch noch nicht. Na, wir müssen ja erstmal hier einen unserer Kandidaten müssen wir erstmal hier zum Sieger machen. Dann müssen wir das Ding ja erstmal in die Charts kriegen. Und wenn wir das nicht schaffen, dann sind wir gar nicht dabei. Ach so, ja. Das ist egal. Sehen. Weil wir wollten nämlich den Hund vom Bundespräsidenten überzeugen. Ja, ach so, für so einen Einspieler? Ja, genau. Ach so, der muss dann sagen, hier, ich finde Scooter gut, wählt Scooter. Ja, weil der Hund von Rau heißt doch auch Scooter. Der Hund von Rau heißt auch Scooter? Ja. Wusstest du das nicht? Nee, wusste ich nicht. Also, deswegen dachte ich, hat er den nach euch benannt? Ich denke schon. Ich denke schon. Ja, das wäre gut. Ach so, da kann man sich jemand aussuchen. Ja. Also das war uns gerade so im Gespräch, dass wir da jemanden finden müssen. Ja. Ich glaube hier, für uns, Costa Cordalis wäre nicht schlecht. Ja. Mit einem neuen Gesicht. Ja. 10 Jahre gibt es euch jetzt schon, das ist echt Wahnsinn. Ne? Da muss man wirklich Hut absagen, weil Dance-Kapellen, seid ihr eine Dance-Kapelle, ist eine Techno-Kapelle, oder? Ja, so alles. Also so eigentlich Techno ist der Überbegriff, aber wir haben ja auch Trance mit dabei. Oder auch Trance mit dabei? Ja, alles. Ja. Ihr habt ja sogar Balladen hin und wieder. Ja. Da spielen wir auch eine auf Tour. Welche? Die Break It Up mit Gitarre, dann HP vorne. Du kannst Gitarre spielen? Bisschen. Bisschen? Langt für die Nummer. Für die Nummer langt. Ja, bei Dance-Kapellen haben wir eigentlich nur eine relativ kurze Haltbarkeitsdauer, oder? Im Normalfalle. Gibt's noch Dance-Kapellen aus der Zeit, wo ihr angefangen habt? 94, oder? 94 habt ihr angefangen. Ja, gut, der Unterschied ist ja oft sind das irgendwelche halt Produzenten, die Leute dann Carsten dahinstellen. Und bei uns ist es von Anfang an so ein bisschen anders gelaufen, eher wie bei einer Band, dass wir halt selber im Übungskeller angefangen haben, alles selber produziert, selber dahingestellt haben und das ist halt meistens anders. Also da sind gewisse Produzenten, die immer wieder irgendwo auftauchen, aber man kriegt das nicht mit, die sind mehr im Hintergrund. Ah ja. Habt ihr eine Vorstellung, wer wird euch wählen bei der Vorausscheidung? Eure Fanbase natürlich. Ja, klar. Wollen wir es hoffen. Ja? Aber so der normale ARD-Zuschauer, der sagt doch hier... Alle, die diesmal nach Deutschland holen wollen, den Grand Prix wahrscheinlich. Keine Ahnung. Ich glaube ja, dass ihr, wenn ihr, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, dass ihr gute Chancen habt, wenn ihr die Vorausscheidung gewinnen solltet, weil man kennt euch natürlich in Osteuropa überall. Mhm. Ja? Ja, gut, also das wäre schon nicht schlecht. Du bist ziemlich durch den Wind. Ich kenne ihn gar nicht, ey. Ja. Komm einmal noch Hyper, Hyper, bitte. Heiser, heiser. Ja, ich wünsche euch viel Glück. Wir sehen es ja dann an diesem Abend. Bin gespannt, wer es von uns schafft zu dieser Veranstaltung. Eure Platte gibt es weiterhin im Handel Jigga Jigga. Der Titel ist aber dann schon relativ alt, oder? Der ist ja dann schon 3-4 Monate alt. Ja, das stimmt, aber wir hatten jetzt keine Zeit mehr wegen der Tour. Ach so. Und das hätten wir alles nicht mehr hingekriegt. Ja, dann wünsche ich trotzdem viel Erfolg. Ja. Und möge der Beste gewinnen. Ja, sag ich so. Und weiterhin viel Erfolg bei der, möge der Beste gewinnen, meine Damen und Herren. So, viel Erfolg dann bei der Tour. Scooter, vielen Dank. Am Donnerstag ist es wieder soweit. Wir haben nur noch 7 Kandidaten im Rennen um die Fahrkarte, um das Ticket nach Berlin zur Vorausscheidung zum Grand Prix Eurovision de la Chanson. Letzten Donnerstag sind 2 rausgeflogen. Eine junge Dame, die es weiter geschafft hat, ist heute Abend hier. Herzlich willkommen, hier ist Olivera. Olivera! So, erstmal Glückwunsch, du hast es eine Runde weiter geschafft. Danke. Ja, und wir haben euch ja gebeten, eure ersten Platten. Ist das deine allererste Schallplatte, die du das hattest? Das ist meine allererste aus Versehen gekaufte Schallplatte. Wieso aus Versehen? Lass doch mal sehen. Ich zeig's mal gerade. Hier, ja? Guck mal hier, geil. Funky Superhits. Guck mal, da ist Captain Sensible, kenne ich. Ist drauf. What?
Janet Jackson und Prince ist da drauf. Was sind alles da drauf? Ja, Commodores, Janet Jackson. Oh, hier, last night a DJ shaved my wife. Guck mal hier. Und hier, ja, Cool and the Gang. Ja. Mann, da ist ja alles drauf. Das ist doch super Musik. Ja? Ja, ja, das wäre. Soll ich mal ein bisschen. Bist du Funk-Fan geblieben? Ja, das hat mich ja so am meisten beeinflusst. Also, es war halt aus Versehen wirklich gekauft. Ja. Aber dann habe ich mir. Irgendwie bin ich dann auf den Geschmack gekommen dadurch. Also. Ich leg's mal gerade auf. So, weiß noch einer, wie man einen Plattenspieler bedient? Was muss ich jetzt machen? Was? Nadel anheben? Gürtel um den Arm festziehen? Ganz vorsichtig. So, hier, The Flirts. So, kann man was hören? Ah, hier, das, genau, das war die Vorstufe von Scooter damals. Die Vorstufe von Scooter. Passion, da sind, oder? Da sind ganz geile Titel drauf am Ende so. Also die Gegenseite ist auch super mit Quincy Jones und so. Also habe ich als Kind immer so. Oh. Stefan! Ja, Entschuldigung. Das ist heute alles einfacher. Ja. Ja, das fängt schon, das ist schon eher so meine. Das kommt dann schon auf meinen Geschmack so. Sly and the Family Stone. Genau. Sehr gut. Also mich hat früher nie einer verstanden, dass ich dann auf so Musik abgefahren bin, aber ich weiß nicht, ich fand das immer geil. Wann war das ungefähr? Ich war damals 13, 14. Also 1983 14. Warst du 13, 14? Nein, die ist ja rausgekommen, ich habe die natürlich später gekauft. Ach so, alles klar, verstehe. Ja, tolle Platte, ist eigentlich auch mein Musikgeschmack, ja. So diese Richtung. Wir schauen uns mal einen kleinen Rückblick an von dem, was du hier bei uns schon gesungen hast, in der ersten Show und auch in der zweiten Show, in der du dabei warst, am letzten Donnerstag. Olivera, bitte. Ich fand's, das war der absolute Hammer. Ja, also ja. Für dein Alter, du bist 19 Jahre alt, finde ich, bist du extrem weit. Olivera! Hammer! Ich kann's gar nicht glauben. You're everything I hope for. Es war für mich einfach sowas von klasse. Ist einfach super. Auch ohne Kleid wäre es super. You are so beautiful, baby. Olivera. Keine Ahnung, ich hab das nicht erwartet. Jetzt noch drei Tage Zeit. Drei Tage Zeit hast du noch zum Üben. Am Donnerstag singst du Ain't Nobody von Chaka Khan. Das ist nicht das einfachste Stück. Ja, es ist sehr rhythmisch und das liegt mir sehr. Also diese Strophen, die sind sehr gut zu singen. Ist mal was anderes. Machst du das immer so, einen langsamen Titel, beim nächsten Mal singst du dann wieder einen schnelleren und beim nächsten Mal wieder einen langsameren? Oder hast du ein eigenes System? Weil bei uns dürfen die Leute ja selbst entscheiden, was sie singen. Ja? Ja, wirklich? Ja. Wusstest du noch gar nicht? Wusste ich noch gar nicht. Nein, Quatsch. Nee, ich habe mir gedacht, das erste war ja so sehr rampensauartig. Jetzt habe ich gedacht, dann eine Ballade irgendwie ist mal ganz gut. Und jetzt irgendwie so eine mittelschnelle Nummer. Und es ist, ich sag nur, die Rampensau ist back. Die Rampensau? Ja, wir haben dich ja so getauft. Das ist gut. Ja, gefällt dir? Der Titel? Ja. Wir haben mal ein kleines Foto von dir, als du etwas jünger warst. Oh, können wir das mal gerade sehen? Ich hatte leider keine. Ach, wie süß. Tut mir so leid. Ach, guck mal, nee, schon nicht. Das ist mein selbstgeschnittener Haarschnitt. Ich habe mir so selber gerne die Haare geschnitten, wo ich klein war. Ja? Ja, ich finde das immer so witzig. Oh, die Duschte. Ja, ist gut, ich weiß. Nee, ist niedlich, oder? Haben wir noch eins von Olivera? Ah, guck mal, mit der Schultüte. Oh mein Gott. Ja. Wie alt warst du da? Sechs wahrscheinlich, oder? Da war ich sechs, ja. Ja. Wie man so in die Schule kommt. Aber ich finde den Rock geil. Also, heute würde ich jetzt zwar nicht mehr anziehen. Den Rock? So einen hattest du doch letzte Woche an. Bisschen rausgewachsen aus dem gleichen Rock, genau. Ja, so. Und hast du eine bestimmte Vorstellung, was du gerne singen möchtest? Was für eine Musik? Sollte schon in die Richtung gehen auch, oder? Also beim Grand Prix, also bei der Vorentscheidung. Ja, oder grundsätzlich für Musik? Ja, also meine Stärken liegen eigentlich mehr in diesen
diesen schnelleren oder mittelschnellen Nummern. Also Balladen sind zwar auch super, aber dafür brauche ich ein bisschen mehr Zeit. Weil da muss ich mir echt richtig sicher sein, ja, was das letzte Mal halt nicht so ganz der Fall war und ich ein bisschen halt, ne, egal. Bei Adi Roy ist das zum Beispiel umgekehrt. Ja, ja. Genau. Der singt, glaube ich, besser langsame Nummern als schnelle Nummern. Und der ist heute auch bei uns zu Gast, hat es auch in die Runde der letzten sieben geschafft, meine Damen und Herren. Begrüßen Sie recht herzlich Adi Roy. Welches Mikrofon ist kaputt? Ihres? Da, Ersatzmikrofon. Hallo, Adi Roy, wie geht's? Hi. Cool, ja, gut. Alles gut, ja? Ja. Gut verkraftet die letzte Woche? Ja, das war scheiße, fand ich, was ich gemacht habe. Und dann, ja, das war... Was du gesungen hast? Was ich gesungen habe. So scheiße war es nicht. Ein bisschen scheiße war es. Ja. Aber du hast Glück gehabt, dass du offensichtlich ja die Sympathien der Leute auf deiner Seite hast, ne? Ja, zum Glück. Aber neues Spiel, neues Glück. Ja? Am Freitag hast du wieder den... Was singst du am Freitag? Am Donnerstag? Entschuldigung. Somewhere Out There. Somewhere Out There. Ja, von Pfeifel, die Mauswanderer. Ach ja, Pfeifel, der Mauswanderer. Pfeifel, der Mauswanderer. American Tale, ja. Genau. Auch eine schöne Nummer. Aber das kannst du, ne? Ja, den Text kenne ich. Oh, gemein. Was war deine erste Platte? Willst du das wirklich wissen? Das ist wirklich uninteressant, finde ich. Darf ich mal sehen? Oh, Bodyguard von Whitney Houston. Hier, der Soundtrack von der Whitney Houston Show. Ich habe als Kassette gekauft eigentlich. Als Kassette gekauft? Mhm. In Indonesien damals? In Indonesien, ja. Weil was ist das denn? Das habe ich noch nie gesehen. Plattenspieler. Ja. Ja, ja. Da kann man hier die... kann man drauflegen und dann... Weißt du? Das ist ja in Asien sehr verbreitet, ne? Kassetten. Mhm. Raubkopien auch gerne. Ne? Du hast die in Asien auch gekauft? Also die als Kassette natürlich. Das in Deutschland. Ich habe diese CD schon so fünfmal gekauft. Manchmal verliere ich, manchmal leiht ein Freund von mir und dann gibt der nie wieder zurück. Ne. Ach so, hast du schon öfter gekauft die Kassette? Mhm. Das ist ja eine Unverschämtheit. Wir schauen uns mal gerade an, was am Donnerstag bei uns zu sehen sein wird, meine Damen und Herren. Sieben Kandidaten kämpfen darum, eine Runde weiterzukommen. Die SSDS-GPS-Finalrunden gehen weiter. Nur noch diese sieben Kandidaten sind übrig. Adi Roy. Olivera. So Max. Marcel. Bonita. Alex. Und Vanessa. Und von diesen sieben werden am Donnerstag nur noch fünf übrig bleiben. Und wer das ist, bestimmen alleine sie mit ihrem Anruf. Die Jury gibt zwar noch ihre Bewertungen ab. Ein normaler Sänger kriegt wirklich bei dem Druck, den du da reinlegst, einen Darmverschluss. Ja. Aber diese haben keinen Einfluss mehr auf das Voting. Die nächste SSDS-GPS-Finalrunde. Ein Lied für Istanbul. Am Donnerstag. Um 22.10 Uhr. Live. Live am Donnerstag um 22.10 Uhr, meine Damen und Herren. Unsere nächste Finalrunde. Ja, das wird sehr spannend. Habt ihr selber, ja, ist aber jetzt eine ungerechte Frage, wenn ich euch jetzt nach euren Favoriten frage, das ist nicht gut. Nein, nein, nein. Dann sagt ihr im Zweifelsfall ja ihr selbst, oder? Nee, das würden wir doch nicht tun. Aber ihr habt doch schon ein Bild gemacht. Könnt ihr gegenseitig so einschätzen, wie die anderen so singen? Also habt ihr eine Vorstellung? Also ich weiß ja zum Beispiel, wer wie viel Prozent bekommen hat beim letzten Mal. Verraten wir natürlich nicht. Wir sagen nur, wer weitergekommen ist. Das sagen wir gleich, Adi Roy. Ne? Ich weiß es schon. Gut. Ich könnte es euch gegen einen kleinen Obolus sagen. Ja, da wollen wir mal schauen. Ich glaube, das ist auch gar nicht gut, wenn man das weiß. Das ist ein bisschen. Nein, das ist auch nicht gut, wenn man das weiß. Das fördert auch nicht das Miteinander. Ja. Ihr versteht euch ja alle sehr gut, oder? Ja, ziemlich gut. Gibt es was Neues von Pizza Hut?
Also, ich erkläre es nochmal. Adi Roy arbeitet bei Pizza Hut. Nachdem er das erste Mal bei uns gesungen hatte, wurde er von der Küche in den Service geholt. Ja? Also schon ein Karrieresprung. Jetzt hast du das zweite Mal, bist du das zweite Mal eine Runde weitergekommen? Nee, Jenny. Ja, jetzt seit Donnerstag bin ich nicht da gewesen. Ich war ein bisschen zu. Entlassen? Nein. Morgen arbeite ich wieder. Ah, okay. Ja, dann wünsche ich da weiterhin viel Glück. Vielleicht wird es ja auch eine Riesenkarriere bei Pizza Hut. Man weiß ja nicht. Hoffe ich auch. Wir haben einen kleinen Rückblick von dem, was Adi Roy bei uns gesungen hat. Ich muss sagen, neben Saté bist du das Beste, was ich aus Indonesien je gesehen habe. If we could just back to it. Adi Roy! We could back to it. Ich freue mich wirklich riesig. Just one. Ich glaube, du hast ganz gute Chancen, weil ich glaube, du bist ein großer Sympathieträger. Ja, ja. Das könnte dich hier auf jeden Fall noch mal eine Runde weiterbringen. Ich drücke dir jedenfalls die Daumen. Adi Roy! Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Überhaupt nicht. Adi Roy! Ich bin gespannt, meine Damen und Herren, was wir am Donnerstag hier zu sehen bekommen. Es wird mit Sicherheit sehr spannend werden, das kann ich jetzt schon mal verraten. Wir machen ein kleines bisschen Werbung und nach der Werbung sehen Sie bei uns das hier. Und zwar, ich habe mich wieder an unsere Ticket-Hotline gesetzt und habe dort Anrufe entgegengenommen. Und was dabei rausgekommen ist, sehen Sie gleich nach der Werbung. Also bleiben Sie dran, bis gleich. Gibt's von dir Kinderfotos? Fotos von früher? Ja, habe ich heute gefunden. Ich meine, ich wusste oh, nicht. Das bist du? Meine Kindheit als Pferd, ja. Ja. Das ist das in Indonesien? Ja. Wo ist das? Wo genau in Indonesien bist du aufgewachsen? Jakarta. Jakarta, ja. Also in der Großstadt? Mhm. Ja, okay. Und da sieht's so aus? Nee. Was? Wo fährt man hin, wenn man in Indonesien groß wird, in Urlaub zum Beispiel? Wenn ihr Ferien habt, wo seid ihr hingefahren? Oh, das war, ich mache keinen Urlaub oder so. Also ich habe irgendwie Flugangst oder so. Ich meine, wie bist du denn hierher gekommen? Zu Fuß. Was, zu Fuß? Ja. Mit dem Bus. Wie, du machst keinen Urlaub, weil du Flugangst hast? Ja, und dann, ich müsste auch nicht so, vielleicht ich fliege wieder nach Indonesien in 2 oder 3 Jahren. So. Ach so. Ja, so. Aber dann schon fliegen, nicht mit dem Schiff? Nee, ja, fliegen. Ja, ich denke, du hast Flugangst. Du willst mich wohl verscheißern. Anders kann ich nicht.
Ja, ich bin gespannt, was dabei rauskommt, wenn die beiden am Donnerstag hier wieder gegeneinander und natürlich gegen die anderen antreten. Jetzt, meine Damen und Herren, zeige ich Ihnen, wie ich an unserer Ticket-Hotline die Anrufe entgegengenommen habe. Sie wissen, Sie können bei uns hier unter dieser Nummer Tickets für unsere Show bestellen. Und da kommen dann kompetente, nette, freundliche Mitarbeiter an die Leitung und nehmen Ihre Wünsche entgegen. Ich habe das mal selbst gemacht. Teilweise habe ich mich als Stefan Raab zu erkennen gegeben. Teilweise habe ich aber auch einfach meine Stimme verstellt. Und das hier ist ein weiteres Ergebnis. TV Total, Stefan Raab, guten Tag. Hallo? Hallo? Guten Tag. Guten Tag, ich interessiere mich für Karten zu TV Total. Ja, da sind Sie hier richtig. Ja. Genau. Und zwar für den 25. März. Für den 25. März? Ja, wäre da noch was da? 25. März, das kann ich Ihnen jetzt nicht sagen, aber wenn Sie mir Ihren Namen und Telefonnummer hinterlassen, rufen wir Sie im Laufe des Tages zurück und dann sagen wir Ihnen, ob das geklappt hat. Ach so. Ja? Christina Fuchs, Christina mit K. Ja, Christina Fuchs. Ja. Wie das Tier. Wie der Lurch. Also Fuchs wie Lurch. Lurch wie Hase. Ja, Fuchs. Genau. Fuchs und Hase. Genau. Haben Sie jemals mit Plastiksprengstoff gearbeitet oder werden Sie in Zukunft mit Plastiksprengstoff arbeiten oder haben Sie sich Anleitungen gekauft, wie man Plastiksprengstoff bauen kann? Nein. Nein. Okay. Sind Sie behende im Umgang mit Handgranaten? Nein. Okay. Wissen Sie, wie man ein vermintes Feld durchschreitet? Sie müssen ja irgendwie zu unserer Sendung kommen. Wollen Sie mich verarschen? Bitte? Wollen Sie mich veräppeln? Nein, wir haben hier Vorschriften, die müssen wir im Vorfeld abklären. Ob ich weiß, wie ich durch ein vermintes Feld schreite. Genau, weil Sie müssen ja irgendwie zu unserer Sendung kommen. Und dann müssen Sie vorher durch dieses Feld. Nein, weiß ich nicht. Wissen Sie nicht, okay. Dann werden wir Sie da durchlotsen. Dann werden wir Ihnen da Hilfestellung leisten. Einen machen wir noch. Guten Tag, die TV Total Ticket Hotline. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld. Guten Tag, die TV Total Ticket Hotline. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld. Guten Tag, hallo. Ja, hallo, Sonja Taube hier. Ich wollte nachfragen nach Karten für TV Total. Ich habe eine E-Mail bekommen. Ja, Frau Taube? Ja. Okay, was möchten Sie haben? Zwei Karten, oder? Ja. Zwei? Ja. Zwei, okay, los, wann? Am liebsten in der Woche vom 15.03. Egal ja. An welchem Tag. 15.03. Alles klar. Haben Sie irgendwie welche Wünsche, was für eine Art von Witzen ich am Anfang der Sendung machen soll, wenn Sie dann da sind? Oder ist egal? Absolut egal. Egal. Ich muss da ja hin. Ist ja nicht so, dass ich das möchte. Was ist das denn? Ja, ist doch so. Und finden mich scheiße, oder was? Die finden mich scheiße, aber wer... Ich krieg gar kein ProSieben. Ach so, wer will denn da mit Ihnen hin? Tja, mein Lebensgefährte. Also der findet das gut? Ich denke, sonst würde ich das ja wohl nicht auf mich nehmen. Ja, ja. Aber Sie finden mich doof, oder was? Kann ich kennen Sie ja gar nicht. Ja, okay, wir rufen Sie zurück dann, ne? Gur, gur. Einen machen wir noch. Ticket Hotline TV Total, guten Tag. Ja, Lassen, guten Tag aus Hamburg. Herr Lassen aus Hamburg, ja? Ja, richtig. Bei Ihnen durchzukommen ist da ja... Da kriegen Sie ja eine Audienz beim Papst, Herr Lassen. Da können Sie einen drauf lassen. Gut. Heißen Sie Lassen wie Lassen? Ja. Dann schreibe ich mir das mal auf. L-A-S-S-E-N. L-A-S-S-E-N, Herr Lassen. Ja. So, dann lassen wir uns mal überraschen. Wie viele Karten hätten Sie denn gern? Zwei. Zwei? Ja. Können Sie mir denn überhaupt mal sagen, wie das abläuft? Ja, kann ich Ihnen sagen. Und zwar, Sie kommen rein, setzen sich hin, halten das Maul und der Herr Raab macht seine Witze und dann gehen Sie wieder nach Haus. Ehrlich? So läuft's. Und wann muss man denn da sein? Bitte, ja, am besten vor der Sendung. Ja? Ja, nicht, dass Sie da reinmarschieren, wenn der Herr Raab vorne schon sein exquisites Stand-up hält. Ja, ich weiß ja nicht, wann dass das Sie reinkommen, ist, stehen ja? Sie auf einmal da, wie bestellt und nicht abgeholt. Ja, ja, ich meine, ich kann ja rechtzeitig schon da sein. Sie könnten rechtzeitig da sein, das würde ich mir sehr wünschen. Ja, das würde ich auch machen. Ja. Ihre Telefonnummer?
Das ist in der Firma. Ja, das interessiert mich nicht, weil ich will die Telefonnummer. Also, ja, ich muss Ihnen dann zwei geben, entweder hier oder zu Hause. Ja, beide. Also gut, dann erstmal Geschäft. Ja. 040 Vorwahl für Hamburg. 0 was? 040. 040. Ist Ihr Geschäft? Ja. Was haben Sie denn für ein Geschäft? Ich habe kein Geschäft. Ach so. Ich bin hier, wir sind hier Steuerberatungsgesellschaft. Ach so, alles klar. Wo ist denn das Ganze? Können Sie mir das auch mal verraten? Das ist in Timbuktu. In Timbuktu? Ja, da muss ich ja noch ein Flugzeug haben. Da müssen Sie ein Flugzeug haben. Da müssen Sie selber sehen, wie Sie. Nee, in Köln natürlich. Wo denn sonst? Ja, dass es in Köln ist, das ist mir schon klar. Da haben die auch eine Straße. Nein, die sind einfach auf. Nur Dreckweg führt dahin. Ja, nicht? Da müssen Sie Stiefel mitbringen. Tickets wollen, rufen Sie uns an. Das war's von uns schon für heute. Morgen bei uns zu Gast Yvonne Katterfeld und unsere zwei weiteren Finalisten Vanessa und Alex. Ja, das war's für heute. Vielen Dank, Oliveira. Vielen Dank, Aderoy. Wir sehen uns am Donnerstag. Und dann tschüss bis morgen. Vielen Dank. Tschüss.